Homöopathie gegen Erkältung, 15 wirkungsvolle Arzneien. Homöopathie gegen Erkältung, 15 wirkungsvolle Arzneien. Homöopathie gegen Erkältungen, bald ist es wieder soweit und alle schnupfen, husten und keuchen vor sich hin. Homöopathische Arzneimittel können in dieser Zeit und auch bereits davor ihre Selbstheilungskräfte unterstützen. Zur Vorbeugung Echinacea, Sonnenhut. Der Sonnenhut, botanisch Echinacea, ist ein bekanntes homöopathisches Mittel zur Stärkung des Immunsystems bei Infektneigung. Das aus Nordamerika stammende Gewächs soll besonders gegen Harnwegs- und Ateminfekte wirken. Es kann aber auch bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Gelenkschmerzen helfen. Hustenbrunia, Zaunrübe, dem Kürbisgewächs wird vor allem eine Wirkung auf die inneren Häute, besonders die Schleimhäute, nachgesagt. Bei Husten mit stechenden Schmerzen im gesamten Brustkorb soll die Zaunrübe daher sehr wirkungsvoll sein. Hustenstickta pulmonaria, Lungenflechte, ebenfalls gegen Husten setzen Homöopathen Stickta pulmonaria ein. Die Lungenflechte wächst nur in sauberen Wäldern an Laubbäumen. Bei Atemwegsinfekten durch Erkältungen mit schleimigem Husten und dicken gelblichen Schnupfen können sie zur Lungenflechte greifen. Hustenantimonium sulfuratum auranciacum, Goldschwefel, haben Sie einen rasselnden Husten? Vielleicht auch mit schwer löslichem und gelblichem Schleim? Dann kann der Goldschwefel Abhilfe schaffen, er soll besonders bei Erkältungen mit starker Schleimbildung wirken. Hustenspongia, Meerschwamm, unter Wasser ist die nächste homöopathische Hustenarznei zu finden, der Meerschwamm. Dazu raten Experten bei bellendem Kehlkopfhusten mit Rachenschleim. Auch bei Heiserkeit und Kratzen im Hals soll das Hohltier wirken. Beheimatet ist es im östlichen Mittelmeer und der Adria. Halsschmerzen, Schluckbeschwerden fühlt Olaka, Kermesbeere. Die Kermesbeere ist ursprünglich in Nordamerika zu Hause. In der Homöopathie kommen die frischen Wurzeln zur Anwendung. Sie sollen bei einer Infektion oder Erkältung gegen Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Abgeschlagenheit helfen. Halsschmerzen, Schluckbeschwerden Guaiacum, Guaiac-Holzbaum, bei Infektionen oder starken Entzündungen soll das Mittel aus dem Guaiac-Holzbaum helfen. No, I'm not a writer. Okay. Besonders gegen intensive Halsschmerzen, verschleimten Rachen und belegte Mandeln kann die Arznei wirken. Die bis zu 13 Meter hohe Pflanze wächst in trockenen Gebieten in Südamerika und Westindien. Halsschmerzen, Schluckbeschwerden Capsicum, Paprika, Chili, fühlen sich Ihre Halsschmerzen brennend an, haben Sie Probleme beim Schlucken und stechender Ohrenschmerzen? Dann soll Capsicum besonders gut wirken. Die ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika stammende Pflanze, ist inzwischen auch in Nordamerika und Südeuropa zu finden.
Schnupfen Allium cepa, Zwiebel, Schnupfen und eine ständig tropfende, wunden Nase sind für viele der Inbegriff einer Erkältung. Die Homöopathie greift in diesem Fall auf die Zwiebel zurück. Denn das Gemüse hat sowohl eine schleimlösende als auch keimtötende Wirkung. Schnupfenlupfa oculata ist die Nase dagegen verstopft und wird der Betroffene von Niesanfällen geschüttelt, ist Lupfa oculata in der Homöopathie die Arznei der Wahl. Das Kürbisgewächs ist in Mittel- und Südamerika beheimatet. Kopfschmerzen Gelsemium, gelber Jasmin. Auch über Kopfschmerzen beklagen sich die meisten Erkälteten. Handelt es sich um einen am Nacken beginnenden und nach oben hin fortsetzenden Schmerz, raten Homöopathen zu Gelsemium. Die immergrüne Kletterpflanze ist vom Süden Nordamerikas bis in den Norden Südamerikas heimisch. Kopfschmerzen Verbaschkum, Königskerze, bei plötzlichen krampfenden und in bestimmten Abständen wiederkehrenden Kopfschmerzen kann Verbaschkum helfen. Die Königskerze gehört zu den Braunwurzgewächsen und kommt vor allem in Europa und Asien vor. Aconitum, Eisenhut, der Eisenhut ist in den europäischen Hoch- und Mittelgebirgen zu finden. Für die Homöopathie wird die komplette Pflanze inklusive Wurzelknöpfe verarbeitet. Das fertige Mittel soll gegen Fieber und Schüttelfrost helfen. Besonders bei einer Erkältung mit rasch ansteigendem Fieber und Schüttelfrost, kann die Pflanze die Selbstheilungskräfte unterstützen. Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen Olpatorium perfoliatum, Wasserhanf, gleich gegen drei Symptome soll der Wasserhanf helfen. Bei einer Erkältung soll der Korblütler gegen Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen wirken. Die ursprünglich indianische Heilpflanze ist im mittleren Nordamerika beheimatet. Eins gegen alle neben Einzelwirkstoffen gibt es in der Homöopathie auch viele Arzneimittel, die gegen mehr als ein Symptom helfen. Dabei handelt es sich um sogenannte Komplexmittel. Statt nur einem enthalten sie mehrere Wirkstoffe. Zum Beispiel finden sich in Erkältungstropfen verschiedene Substanzen gegen die einzelnen Beschwerden, die eine Erkältung mit sich bringt.